Hallo und herzlich willkommen bei Lebensfuchs. Mein Name ist Janine. Im heutigen kurzen Video geht es um meine Top 5, um gesund und günstig einzukaufen. Der erste Tipp: kurz vor Ladenschluss einkaufen. Viele Läden bieten um diese Zeit Obst, Gemüse und auch Backwaren stark vergünstigt an. Ich habe selbst schon gesehen, wie viele Backwaren abends dann einfach weggeschmissen werden. Und dasselbe gilt natürlich auch für Obst und Gemüse. Und meistens ist das aber noch völlig in Ordnung. Und deshalb bieten viele Läden kurz vor Ladenschluss eben diese Sachen stark vergünstigt an. Es gibt natürlich keine Garantie, dass so spät abends, zum Beispiel 9:30 Uhr, du noch das bekommst, was du gerne haben möchtest. Aber ich kann dir garantieren, dass dein Speiseplan so viel Abwechslung erhält. Der zweite Tipp ist im Grunde genommen genau dasselbe, nur auf dem Wochenmarkt. Meistens ist der Wochenmarkt doch ein bisschen teurer als so der Supermarkt, aber zum Ende hin wollen die Händler ihre Sachen loswerden und es herrscht Marktkonkurrenz. Das heißt, du bekommst wie im Supermarkt auch zum Ende des Wochenmarktes die Sachen fast geschenkt. Das dritte ist saisonales Obst und Gemüse im Angebot. Also die Produkte, die in Deutschland wachsen und dann eben in der Zeit, in der du einkaufst, wachsen, sind stark vergünstigt, weil sie dann eben vermehrt auf dem Markt sind und weg müssen. Es gibt im Internet Listen, wann was geerntet wird, und du siehst es auch einfach an den Wochenprospekten. Das, was im Angebot ist, ist eben stark günstig. Das gilt für Obst und Gemüse. Wir bleiben mal beim Obst und Gemüse. Der vierte Tipp sind Erdbeerfelder. Also ich liebe ja Erdbeeren über alles und die sind auch nicht immer ganz billig, aber es gibt in vielen Gegenden Erdbeerfelder zum selber pflücken. Dort erhältst du dann natürlich regionale Erdbeeren und die sind auch meistens eben ohne Pestizide und all so ein Kram, also Bio-Produkte. Aber da kannst du ja zur Not nachfragen. Dafür musst du manchmal ein bisschen fahren, was weiß ich, schwing dich bei schönem Wetter aufs Fahrrad, fahr zum nächsten Erdbeerfeld und dann kannst du selbst ernten und tust dabei noch etwas für deine Gesundheit. In manchen Gegenden gibt es auch Gemüsefelder zum Selbsternten. Da würde ich einfach mal Google um Rat fragen für deine Gegend. Und der fünfte Tipp besteht eigentlich aus zwei Tipps, nämlich gratis Obst und Gemüse oder andere Sachen. Das erste sind Streuobstwiesen. Also viele Städte und Gemeinden haben frei zugängliche Streuobstwiesen, wo du dann zur Erntezeit Äpfel, Birnen, Quitten und so weiter herbekommst. Und du kannst natürlich auch im Wald kostenlos Kräuter sammeln. Nur, Pilze auch. Du solltest dich da ein bisschen auskennen, nicht, dass du irgendwie giftige Maiglöckchen mit Bärlauch verwechselst oder sowas. Dafür gibt es eine Seite im Internet, die heißt mundraub.org. Kann ich dir auch in der Videobeschreibung unten verlinken. Da gibst du dann einfach deinen Standort ein und dann erhältst du eine Karte mit den ganzen Bäumen, Sträuchern und Kräutern, die es in deiner Gegend gratis gibt. Und das zweite, was es gratis gibt, das sind sogenannte Verteiler. Also nicht verteilen, sondern, also nicht V-E-R verteilen, sondern fair wie fairer Sport, F-A-I-R, Verteiler. Und zwar gibt es Menschen, die Lebensmittel retten. Die fahren nach Ladenschluss zu den Läden und laden alles in ihr Auto ein, was an dem Tag nicht wegging. Und dann laden sie es oder verteilen sie es in diese Verteiler. Da gibt es auch eine Seite für, das ist foodsharing.de. Dort kannst du ebenfalls deine Stadt oder deine Gemeinde eingeben und dann bekommst du diese ganzen Verteiler angezeigt. Das sind meistens einfache Regale oder Schränke, die irgendwo an einer Straßenecke stehen und die werden meistens jeden Tag beladen und dann kannst du da hinfahren und dir kostenlos all die Sachen rausnehmen, die abends im Laden nicht weggegangen sind. So, das waren schon meine 5 Top-Tipps
Tipps zum Thema gesund und günstig einkaufen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasse mir doch gern ein Like da und abonniere den Kanal. Das hat auch den Vorteil, dass du kein Video mehr verpasst. Und du unterstützt zudem meine Arbeit damit, worüber ich mich sehr freue. Dann verabschiede ich mich für dieses Video und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!